Hallihallo, schön, dass du das Video eingeschaltet hast. Ich bin's Dirk und heute geht's um ein weiteres Produkt der Jonos und zwar um den Newsletter, also E-Mail-Marketing. Super wichtig und auch am Ende das, was euch wirklich was bringt. Egal, ob ihr jetzt im Social-Media-Marketing unterwegs seid oder im E-Commerce, also ihr habt einen eigenen Online-Shop oder ihr seid als Affiliate unterwegs mit eurer eigenen Webseite. Am Ende ist es immer super sinnvoll, wenn ihr einen interessanten Newsletter habt, den ihr selber gestaltet und dort euren Mehrwert und eure Produktangebote mit reinbringt. Das gucken wir uns heute an. Ich wechsle schon mal hier zu der Übersicht von Jonos. Wenn ihr eingeloggt seid, dann seht ihr hier, ich habe das ganze Paket bis auf das Google Ads Management, weil ich mich halt dafür entschieden habe, mehr im Social Media und dort meine Werbung zu schalten und nicht über Google Ads. Und deswegen habe ich hier List Local, den Ranking Coach. Da gibt es auch Videos darüber. Schaut mal oben, ich habe die verlinkt. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Und wenn ihr da Fragen zu habt, dann schreibt mir das gerne in die Comments. Und wenn ich euch dabei helfen soll, die Dinge einzurichten, könnt ihr mich gerne als Sidekick beauftragen und nutzt dafür einfach ein Kontaktformular auf meinen Webseiten oder schreibt mich irgendwo im Social Media an oder ruft mich an. Okay, ich würde sagen, wir machen aber vorher noch einen kleinen Break, kleines Video und dann legen wir los. Bis gleich. Willkommen zurück und wir legen auch sofort los. Ich bin jetzt bereits hier im Newsletter-Tool. Ich gehe nochmal zurück in eure Übersicht, in eurem Jonos-Konto. Habt ihr unter dem Bereich Online-Marketing, Online-Marketing findet ihr diese Übersicht und dann habt ihr hier das E-Mail-Marketing und da kommt ihr dann dorthin. Hier ist eine kleine Übersicht, ein Dashboard, wo ihr seht, wie viele Empfänger ihr gerade habt. Ich habe halt gerade erst zwei, weil ich gerade erst anfange, aber ich freue mich darüber, wenn ihr euch jetzt schon anmeldet. Dann, ich werde so ab 10 Subscribern werde ich loslegen und die Newsletter raushauen. Das motiviert mich dann natürlich auch, da was zu machen. Dann habt ihr hier eure Listen. Also Listen heißt Gruppen, die ihr selber erstellt für passende Newsletter. Die dann, hier stehen dann eure passenden Kampagnenentwürfe, die ihr erstellt habt. Und dann seht ihr hier, welche ihr letztendlich versendet habt. Am Anfang, ich habe jetzt 2500 Subscriber, das ist das kleinste Paket. Vielleicht gucken wir uns auch, bevor wir loslegen, mal eben kurz die Preise an. Hier habt ihr den Starter. Kostet dann 10 Euro, ist jetzt aber 6 Monate für 7 Euro. Dann habt ihr das Plus-Paket mit 15 Euro. Pro 30, Premium mit 40 Euro. Deklariert. Und zwar haben wir heute den 7.2.2024, ne, damit das alles auch schön richtig ist. Wann ich da über die Preise spreche, man weiß ja nicht, die können sich ja auch immer wieder ändern. Deswegen wisst ihr da Bescheid. Ich werde gleich auch den Link noch in die Beschreibung packen zu dem Angebot. Und dann könnt ihr euch das selber auch nochmal angucken und die Details auf der Jonos-Seite. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal zum Einstellungsbereich. Hier legt ihr einfach nur euren Namen ab, könnt direkt die Sprache wählen. Das ist dann global eingestellt. Dann habt ihr hier die Kampagneneinstellungen, den Absendername, die Absenderadresse, die Rückläuferadresse heißt, damit ihr ein Feedback darüber bekommt per E-Mail, wer sich für euren Newsletter angemeldet hat. Dann habt ihr hier das Kampagnenimpressum, ganz wichtig, immer die Steuernummer und Wirtschafts-ID angeben. Man kann sich aber auch durch einen Impressumsgenerator auch einfach ein Impressum erstellen lassen. Aber Jonos hilft euch da auch, zum Beispiel wenn ihr den Baukasten habt, beim Creator ist es eine App. Beim Now-Baukasten müsst ihr euch mal angucken. Ich verlinke dazu auch mal ein Video, das jetzt darauf einzugehen. Das weicht zu sehr ab. Schaut euch das gerne mal an und lasst mir da auch ein Feedback zu, ob euch das unterstützt hat. Das ist immer wichtig. Oder ob ich die Videos vielleicht nochmal neu aufsetzen soll. Ne? Anders nochmal an die Sache rangehen.
Dann kommen wir hier dazu, wie ihr euer Newsletter auf eurer Webseite anbieten könnt, euer Kontaktformular im Prinzip. Das ist ganz simpel gehalten. Weißer Hintergrund, ne? Hier ganz einfache Textfelder, kein Schnickschnack. Den könnt ihr, wenn ihr damit anfängt, auch einfach so nutzen. Ihr kopiert den hier und habt auch keine Angst. Ihr könnt hier die Farben ändern. Hintergrund, Schrift, Button-Überschrift, Name, Vorname, Einverständniserklärung etc. Ne, Werbeerlaubnis enthält Einwilligung zum Einzelnutzer-Tracking, weil ihr könnt jeden einzelnen Link auch im Newsletter, könnt ihr einen Hebel umsetzen und dann könnt ihr nachvollziehen, was damit passiert und es wird dann in einer in den Reportings hier abgebildet. Das ist super cool, damit ihr auch ein bisschen Kontrolle darüber habt, wie eure Newsletter funktionieren. Ansonsten könnt ihr einfach den Link kopieren. Hier ist der Code auch nochmal ausgeschrieben und lasst euch davon nicht abschrecken. Ihr könnt ihn entweder so kopieren oder ihr klickt hier einfach drauf, bekommt dann unten auch die Meldung. Geht dann zu eurem Baukasten. Ich habe das hier schon mal gemacht. Wichtig ist halt, dass ihr den richtigen Baukasten wählt. Bei My Website Now Baukasten habt ihr das Starterpaket und wenn sich da bis jetzt nichts geändert hat, ist es dort nicht möglich, mit einem HTML-Modul zu arbeiten. Das heißt, ihr könntet auch diesen Newsletter, ich weiß nicht, ob die auf Jonas da einen anderen Zugang für möglich gemacht hat, dass man mit dem Newsletter-Tool arbeiten kann. Würde mich freuen, Jonas, wenn ihr mal darüber was schreibt, auch unter dem Video. Und lasst mich gern wissen, ob das im Now-Baukasten auch irgendwie möglich ist. Weil hier im Creator ziehe ich das HTML-Modul rein, packe hier den Code rein, speichere ab und dann sieht das aus wie hier. Also wirklich easy. Und dann seid ihr damit schon mal durch. Und dann passt ihr halt den Hintergrund darauf an. Und den würde man dann hier nicht, wie ich das gemacht habe, in einem dunklen Blau, sondern einfach in Weiß darstellen. Und dann könnt ihr auch damit erstmal arbeiten. Aber ihr habt ja gerade gesehen, dass ihr die Hintergrundfarbe auch dementsprechend anpassen könnt. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit dem Bereich Grundeinstellungen. Jetzt gehen wir zu den einzelnen Kampagnen. Kampagnen heißt einfach nur, ihr erstellt einen neuen Entwurf, sucht euch ein Layout aus. Die gewählte Kampagne dient lediglich zur Bezeichnung der Kampagne. Dann sage ich jetzt mal hier, sind wir jetzt im Gastrobereich. Nächster Schritt. Und dann habt ihr hier eure Auswahl an Templates. Wenn wir jetzt hier über Gastro, da machen wir eine kleine, schöne, süße Bäckerei hier, ne? Und dann habt ihr hier ein fertiges Template, auch schon eigentlich voreingerichtet als Inspiration. Ihr könntet theoretisch einfach nur die Texte austauschen, könnt euch da auch mit KI helfen lassen. Ihr fangt aber erstmal damit an, auch hier wieder das voreinzurichten, indem ihr den Betreff eingibt, der nachher in der E-Mail zu sehen ist für die Newsletter-Empfänger. Gebt hier eure Liste ein, die ihr auch vorher definiert habt, den Absendernamen, die Absenderadresse. Und dann war's das. Dann geht ihr hier auf Speichern und könnt dann direkt dazu übergehen, ne, den Inhalt zu bearbeiten. Und ihr könnt die Bilder halt auch immer austauschen. Ihr könnt auch mit eurem Handy arbeiten, Bild vom Smartphone laden. Nach dem Abscannen des QR-Codes werden sie zu einer Seite weitergeleitet, auf welcher sie ein Bild von ihrem Smartphone direkt einbinden können. Und das finde ich halt super cool, dass die Verbindung mit dem Handy halt gegeben ist. Probiert auch gerne mal die Jonos-App, besonders dann, wenn ihr einen Online-Shop, dafür gibt es dann auch nochmal eine extra App, wo ihr eine schöne Übersicht darüber habt. Ihr könnt nicht großartig an eurem Shop arbeiten dafür, das macht man halt am PC oder am Laptop. Aber ihr habt eine Übersicht darüber, was dort geschieht und ihr könnt mit euren Kunden in Kontakt treten, könnt euch die Rechnungen angucken, wenn da irgendwas nicht stimmt. Und dafür braucht ihr halt nicht im Büro oder zu Hause zu sein. Hier gebt ihr euren Alternativ, das sind Meta-Informationen für die Suchmaschinen. Hier gebt ihr euren Titel ein. Und dann habt ihr hier euren Link. Ihr könnt das Bild halt verlinken. Wenn jetzt hier nichts steht, dann sieht das so aus. Und dann könnt ihr so einfach den Link und habt dann die Möglichkeit, einmal zu einer Webadresse, ein Mail-To, also zu eurer E-Mail-Adresse. Dann könnt ihr einen Download zur Verfügung stellen, wenn ihr irgendwelche PDFs habt. Ne? Es soll ja auch, geht ja auch beim Newsletter um Mehrwert. Immer die Aufteilung, Produktangebot und auch Mehrwert. Und da müsst ihr immer variieren. Ich sorge eigentlich immer dafür, dass ich eher mehr Mehrwert habe als Produktangebot, weil ich möchte nicht, dass mein Newsletter wirkt wie so ein Angebotsblättchen. Es geht mir wirklich darum, auch die Informationen weiterzugeben. Und jeder, der sich meine Videos auch wirklich genau anguckt,
Der kann meiner Meinung nach da einiges mitnehmen. Ich schweiß zwar immer aus und laber viel, aber darauf müsst ihr nochmal Rücksicht nehmen. Ich kann da auch nicht aus meiner Haut. Ich versuche mich da immer weiter auch zusammenzureißen, aber es ist so, wie es ist, wa? Dann habt ihr hier noch die Möglichkeit, Standard-Links für eine Online-Version, Abmeldung, Profiländerung. Was haben wir hier? Oh, da gibt es ja noch viel mehr. Ihr könnt euer WhatsApp verlinken, euren iCall. Also ihr könnt eure Kalendereinträge damit verlinken. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Toll. Share your network, Facebook Sharing. Also hier könnt ihr auch eure Facebook-Seite verlinken. Ja, cool. Ist mir wirklich noch nie aufgefallen, habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Okay, ich fange ja auch gerade damit an. Deswegen, lasst uns zusammenwachsen, schreibt eure Comments unter das YouTube-Video und vielleicht habt ihr ja auch Neuigkeiten. Ihr befasst euch vielleicht schon länger mit dem Newsletter-Tool von Jonas und könnt mir vielleicht auch da ein paar Tipps geben. Freue ich mich immer drüber. Okay, dann gehen wir weiter. Ihr habt hier noch eure Style-Möglichkeiten. Ich guck mal eben. So, und das. Und jetzt schiebe ich das mal eben. Da seht ihr schon, wie ich mein Stream-Layout auch baue. So. So, jetzt schiebe ich das mal eben rüber auf die andere Seite, damit wir hier den Bearbeitungsbereich besser sehen können. Also, standardmäßig ist alles auf 100% eingestellt. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, hier mit Pixeln zu arbeiten. So. Kann man hier noch was anderes wählen? Pixel und Prozent. Ah ja, okay. Also einmal prozentual zu definieren, indem man sagt, okay, 50%. Ne? Und ihr könnt aber auch genau pixelgenau arbeiten, wenn ihr wollt. Wenn ihr den wieder umlegt, wechselt er halt sofort wieder auf 100%. Das gleiche für die Höhe, die Ausrichtung. Ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, ne, so, Prozent. Jetzt mache ich den mal auf 50%. Und dann sage ich denn, das Bild sollte aber rechts anliegend sein, links anliegend sein. Und hier, naja, könnt ihr das Bild noch abrunden. Könnt hier auch die Pixelanzahl geben. Hier ist wieder, jetzt haben wir Prozent. Jetzt mache ich mal 50. Und ihr seht schon, die Rundung sind dann halt 50 Pixel. Dann haben wir hier den Abstand. Hier geht es um Margin und Padding. Und wenn das Schloss zu ist, dann ändert der hier die Eingabe, die er macht, komplett auf alle Seiten. Ihr habt aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, mach jetzt mal hier 100. Und von der linken Seite, damit man das auch sieht, machen wir hier mal 50. Und dann könnt ihr halt die Position des Bildes beeinflussen. Aber ich rate euch am Anfang an, da erstmal nicht mitzuarbeiten. Übernehmt erstmal die Standardeinstellung. Konzentriert euch lieber auf den Inhalt des Newsletters. Was bietet ihr dort an? Wie schreibt ihr eure Texte? Ihr könnt ja hier auch mit Variablen schreiben, weil die, ihr die Möglichkeit gebt bei der Anmeldung, dass Name und Nachname hinterlegt werden. Und diese Variablen könnt ihr auch nutzen und im Text, damit ihr zum Beispiel eine persönliche Anrede habt euren Newslettern-Abonnenten gegenüber. Und das ist doch eine schöne Sache. Dann haben wir hier den Container. Das ist dann hier das ganze Dingens. Ne? Hier könnt ihr also den ganzen Rahmen quasi, wo denn der Inhalt drinsteht, also der Abschnitt. Hier könnt ihr auch ein Hintergrundbild reinpacken. Ich habe jetzt hier meinen. So, ne? Und dann ist das hier drin. Format füllend. Wiederholen, weil das aber schon so groß ist. Und dann macht man das hier zentriert und dann sieht es sauber aus. Ne? Und dann kann man hier sein Content reinarbeiten und gut ist. Okay, ihr könnt hier auch eine ganz normale Farbe verwenden. Dann könnt ihr hier noch einen Rahmen einsetzen. Setze ich mal auf 10 Pixel, mache den mal eben auf eine andere Farbe. So, ne? Ihr habt halt schon ein paar Gestaltungsmöglichkeiten, aber letztendlich ist das ein vorlagenbasiertes Newsletter-Tool und das sollte ja auch recht schnell gehen. Ich meine, ich hau den einmal die Woche raus, so ist es geplant, aber Newsletter können natürlich auch jeden Tag und auch gesendet werden, je nachdem, wie die Nachfrage dort ist. Und dann muss man da halt schnell mitarbeiten können. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt noch eben die fertigen Blöcke an. Damit will ich euch auf jeden Fall empfehlen, mit anzufangen. Die schubst ihr einfach, haltet ihr mit der linken Maustaste gedrückt und schiebt den an den Platz, wo ihr ihn haben wollt. Geht dann hier hoch, packt euer Logo da rein und dann seid ihr damit durch. Ihr könnt euer Logo auch hier verlinken. Ne, haben wir uns ja gerade schon angeguckt. Und ja, das war's. Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, auch über die einzelnen Blöcke oder wie gesagt, ihr möchtet vielleicht mal, dass wir ein Newsletter zusammen von Grund auf, dass ich das hier im Tutorial mal abbilde, dann schreibt mir das gerne in die Comments, dann mache ich das gerne. Ansonsten bin ich der Meinung, man kann hier alles ausprobieren, rumprobieren, man kann nichts falsch machen und letztendlich, wenn ihr irgendwo an so einen Punkt kommt,
wo ihr euch verfranst habt, könnt ihr hier oben über die Pfeile immer wieder die Schritte zurückgehen, die ihr gemacht habt. Und könnt auch immer wieder zwischendurch speichern. Also könnt euch da ganz langsam rantasten. Wichtig ist vielleicht noch zu wissen, wenn ihr eine Seite aufbaut, überlegt euch immer zwei-, dreispaltig. Das könnt ihr einfach hier einfügen. Und dann könnt ihr hier in die einzelnen Blöcke, könnt ihr auch nochmal die Spaltenbreite definieren. Könnt auch wieder das Schloss wegnehmen und dann könnt ihr individuelle Breiten nehmen. Achtet nur immer darauf, wenn ihr das gemacht habt. Geht mal hier auf Speichern. Ja, ja. Ihr kriegt halt immer Info von und Hilfen von Jonas. Ne, hier sind halt noch irgendwelche, was schreibt er jetzt hier? Best Practice Empfehlungen. Verwenden Sie Alttexte und alle. Ne, der weist mich halt darauf hin, dass ich die Alttexte, die Metabefehle einsetzen soll. Was haben wir hier noch? Da mehrere Clients Bilder standardmäßig abschalten, sollten Sie genügend Texte in den Body. Ja, das ist halt auch ein Punkt, wenn ihr die E-Mail bekommt, dann werden die ja erstmal ohne Bilder dargestellt und ihr kennt das vielleicht selber und dann könnt ihr oben über der E-Mail anklicken, okay, ich will die Bilder sehen oder ihr wechselt direkt zur Online-Version. Das heißt, in erster Linie ist nur Text zu sehen und darauf kommt es halt an. Und lasst euch, arbeitet auch ruhig mit ChatGPT, nehmt auch ruhig die Premium-Version, damit ihr eurem personalisierten Chat-Client erstellen könnt, der dann das am Ende auch die Texte, die da rauskommen, so gut wie möglich nach euch klingen. Ich rate aber wirklich auch immer dazu, packt die Texte einfach danach an. Ihr müsst euch vorstellen, viele nehmen den ersten Output von, der über ChatGPT erstellt wird, und der wird einfach gepostet. Aber das machen viele andere auch. Und deswegen werdet ihr da, ist die Chance halt sehr hoch, dass ihr abgestraft werdet wegen duplizierten Content. Deswegen sorgt immer dafür, dass eure Texte immer noch eure sind. Das bringt euch einfach was. Aber trotzdem erleichtert die Arbeit mit KI. Ne? Ihr müsst es halt smart einsetzen, die KI smart für euch einrichten, anlernen, es geht um Deep Learning und jeder Chat bei ChatGPT ist halt eine neue KI mit dem Basiswissen, was ChatGPT mitbringt. Okidoki, nicht zu sehr abschweifen, aber es gehört ja irgendwie doch schon zusammen, wenn ihr eure Texte hier habt. So, ihr habt hier links immer die Übersicht und die wiederholt sich auch immer wieder. Und überall wo ihr hier so ein Sternchen entdeckt, könnt ihr die KI einsetzen. Und ihr bekommt hier auch wieder eine kleine Hilfe, wie man da so mit anfängt. Und da geht es halt ums Prompt Engineering. Und es gibt super Tutorials, wo das auch alles erklärt wird. Und nehmt euch einfach mal die Zeit und guckt euch die Dinge an. Aber wenn ihr sagt, ihr habt keine Zeit für sowas, dann könnt ihr mich halt super gerne beauftragen als Sidekick. Und dann unterstütze ich euch bei eurer Arbeit. Okay, dann würde ich sagen, that's all. Das war's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin's, Dirk. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.